So Leute, jetzt erstmal guten Tacho. Ich hoffe, euch geht's gut. Ist endlich mal, das ist endlich schön. Heute Morgen war es ein bisschen schön, jetzt irgendwie aktuell nicht so wirklich. Fahren wir mal links rum. Ich hatte erst gedacht, ich wollte erstmal den Nikon mitnehmen, ein paar Fotos machen. Aber ich war mir jetzt auch nicht sicher, obwohl es da schon wieder schön aussieht. Aber ich habe noch nicht geguckt, von wo die Wolken kommen. Aber das ist jetzt eh auch erstmal so eine kleine Testrunde, nachdem ich den Auspuff jetzt ja wieder... Also, okay. Ja doch, ich habe mehr Freiheit auf jeden Fall links. Jetzt bin ich auf der rechten Seite. Ich bin gerade links irgendwo, wahrscheinlich am Rahmen oder sonst wo aufgesetzt. Aber da ist ja kein Auspuff, also habe ich jetzt bessere Kurvenlage, definitiv. Also hat das schon mal was gebracht. Das werden wir gleich mal ein bisschen testen. Ja, finde ich schon wieder geil. Aber irgendwie hört sie sich anders an, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht täusche ich mich auch nur. Eben ist die Maschine auch einmal ausgegangen. Ja, aber ich hatte Benzinhahn aufgeschlossen. Ich hatte den Benzinhahn halt zu. Und habe ich jetzt irgendwie so ein richtiges Thema? Ja, ich habe mir... Ich habe ja... Was macht er denn da? Sonst geht es ja aber noch gut, wa? Ich habe ja so eine Liste auf meinem iPhone und da hatte ich noch mal vorhin reingeguckt. Meine Themen habe ich eigentlich genug. Ich weiß nicht, ob es jetzt heute... Ich kann aber so ein bisschen, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe, so Scorpies oder... Ah, ich sehe, habe ich schon wieder einen Wassertropfen abgekriegt? Och nee, komm. Bitte nicht. Scorpies Zwischenmenschliches, würde ich es jetzt mal nennen. Zum Beispiel Thema Neid oder jemanden etwas nicht gönnen, schlecht machen und so weiter. Ich habe bis jetzt Glück, dass ich auf meinem YouTube, also hier mit euch, da recht Glück habe, noch keine Hater hatte oder sowas. Ist ja gerade irgendwie, da werden Reactions gemacht, dann wird auf einem rumgehackt, mehr oder weniger. Ja, ich habe auch schon mal eine Reaction gemacht, aber so ein bisschen anders, falls ihr euch noch erinnern könnt. Ich hatte mal auf einen, der auch YouTube macht und Halle fährt, da irgendwo in Berlin, so ein bisschen reagiert, was man als Hänger in einem Motorradclub nicht machen sollte. Hab aber kein typisches Reaction gemacht, so wie man das so kennt. Einfach seinen Schnabel vor die Glotze setzen, sich dabei filmen und dann seinen Senf dazu zu geben, was jemand anderes sagt und quasi das Video eins zu eins auseinander zu hacken. Das finde ich persönlich ein bisschen, ja, keine Ahnung, ist so mit Content von anderen Menschen sich zu... Wie sagt man das? Ja, keine Ahnung. Also mit einer Arbeit, die jemand anders macht, Profit rauszuschlagen, könnte man vielleicht auch so sehen. Aber ich finde, da macht man es sich ein bisschen... Oh, sorry. Die Straße hier ist echt noch so weltkriegsmäßig hier. Also ich finde, da macht man es sich ein bisschen einfach, wenn man viele Reaction-Videos macht. Was ich verstehen kann, dass es mal... Dass jeder irgendwann mal eine Reaction auf irgendwas macht, weil ihm das halt sehr interessiert und weil seine oder weil die Leute danach fragen und so. Aber wenn gerade jemand erst YouTube gestartet hat und sofort mit Reactions anfängt, finde ich das ein bisschen schwach. Das ist aber auch nur meine persönliche Meinung, Leute. Keine Ahnung. Ich zum Beispiel jetzt hier mit 1000, was sind das, 1300 Abonnenten, würde mir sowieso nicht irgendwie das Recht rausnehmen, hier so reine Reaction-Videos drauf zu machen. Weil erstens, keine Ahnung, habe ich hier noch nicht wirklich groß irgendwas erreicht, um mir das Recht rauszunehmen, um mit fremdem Content da irgendwas zu machen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich gönne jedem das, was er da so erreicht. Und ich gönne jedem sein Glück vor allen Dingen da auch. Und, aber keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, da jemanden
auseinanderzunehmen oder so. Mir gezielt da jemanden rauszupicken, nur für Klicks oder so. Also, ich kenne jetzt keinen, der das so gemacht hat, was ich jetzt sage, aber ist, also kein persönlich, sagen wir mal so. Aber das gibt's halt einfach. Und das Internet ist echt, keine Ahnung, ein asozialer Haufen geworden. Wie gesagt, ich habe da Glück mit euch auf jeden Fall. Da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Und dass mal irgendwo mal ein doofer Kommentar kommt, das ist vollkommen normal. Den habe auch ich schon mal gehabt. Und da muss man einfach drüber stehen. Oder wenn man mal irgendwie Blödsinn erzählt hat oder wenn es zu diesem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen blöd war, aber jetzt vielleicht ein paar Jahre später nicht mehr, dann kann man da ja mal eben kurz was drüber schreiben unter diesem doofen Kommentar oder wie auch immer. Aber trotzdem, Kritik und so müssen wir alle abkönnen und müssen wir auch ja, akzeptieren, wir alle Video-Creator, die so einen Scheiß hier hochladen. Das ist eigentlich vollkommen normal. Ich glaube, dass das für den einen oder anderen am Anfang bestimmt ein bisschen hart sein kann, wenn er da wirklich in scharfer Kritik kommt. Wie gesagt, ich hatte da bisher Glück und bestimmt kommt irgendwann der Zeitpunkt. Oder da gab es zum Beispiel einen Kommentar, der ist noch gar nicht so lange her, von jemandem unter meinem Video, als ich aus dem Club rausgetreten bin. Ich habe natürlich in diesem Video nicht alles gesagt. Erstens aus Respekt meines alten Clubs gegenüber und aus Respekt der Leuten. Und außerdem geht auch nicht jedem alles etwas an. Aber so ein bisschen mehr werde ich demnächst darüber mal erzählen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Aber ohne, dass da jetzt jemand anders bei dann schlecht bei rumkommt. Das sind dann halt nur meine persönlichen Ansichten und Gründe. Ah, seht ihr meine schönen Becksocken? Ja, dazu wirst du demnächst mal ein Video geben. Ja, ich glaube sogar ziemlich bald. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte jetzt, so, dass halt im Internet ziemlich viel Neid herrscht, weil man sich halt hinter seinem Smartphone, hinter seinem Computer, also auf der anderen Seite der Leitung sehr gut verstecken kann, beziehungsweise du zeigst halt nicht deine wahre Identität oder sonst wie was, und das ist ein ziemlich, ziemlich gefährliches Pflaster, welches da herrscht. Und für Leute wie mich, die sich quasi im Internet präsentieren, ist ja echt so, und hier Videos machen oder über Instagram oder wie auch immer, die sind halt allem irgendwie ausgeliefert. Du hast halt kaum, du hast wirklich kaum Kontrolle darüber. Du kannst halt die Leute dann blockieren und löschen, und ja, ich glaube, bei meiner kleinen Abonnentenzahl habe ich das noch gut in der Hand, wenn es denn der Fall wäre. Aber ja, aber selbst wenn, dann stehe ich da drüber und dann lösche ich die Eierköpfe einfach und fertig. denn ich lasse mir davon, also ist nicht nur im Internet so, sondern auch im realen Leben, was ich so im letzten halben Jahr selber erfahren musste. Das, was im Internet natürlich sehr viel passiert, ne, sich quasi, ja, wie soll ich das sagen, größer machen, als man eigentlich ist, und Quatsch erzählen und was weiß ich nicht alles, ist natürlich im realen Leben auch oft vertreten. Und habe ich jetzt im engeren Kreis in den letzten Monaten selber erfahren. Eigentlich ging es schon ein bisschen länger, aber man ist, also ich bin so einer, auch komm, ist gut, schluckt ein bisschen und fertig, Ende. Also nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Kein Bock auf Palaver und sonst drumherum ist ja alles eigentlich soweit in Ordnung. Es gibt halt immer irgendwo ein paar Eckpunkte und sowas, aber irgendwann kommt dann der Punkt, da werden einem Sachen vorgeworfen, die absolut realitätsfremd sind. Und das ist natürlich im Internet sehr, sehr weit verbreitet, aber es gibt es halt auch hier im realen Leben. Und wenn es dann, sage ich mal, innerhalb der Familie oder des Freundeskreises oder wo auch immer passiert, dann ist das nicht so einfach wegzustecken, würde ich jetzt mal sagen. Oder zumindest nicht für jeden. Damit will ich euch einfach nur sagen, oder ja, da muss ich noch ein bisschen weiter ausholen eigentlich. Es ist halt so, dass zum Beispiel bei mir war es jetzt so, als ich dann irgendwann vorhatte, die Harley zu kaufen und so, und die Harley einfach gekauft habe, und ihr alle wisst, dass eine Harley ein bisschen mehr Geld kostet als ein anderes Motorrad, beziehungsweise mehr als die meisten anderen Motorräder, oder man könnte ja auch ein anderes kaufen, oder du hast doch schon so ein Ding, warum muss es denn jetzt eine Harley sein und blablabla. Warum spielt er keine Rolle? Jeder hat ja so seine Hobbys. Der eine mag Gitarren, und wenn er sich jeden Monat eine neue Gitarre kauft, kann ich auch zwar nicht verstehen, aber bei mir ist es das Gleiche mit den Motorrädern. Bis ich natürlich bei meinem richtigen angekommen bin, machst du halt deine Entwicklung durch.
Und das ist dann einfach so. Und das ist eben dann halt ein etwas teureres Hobby. Andere haben dann, weiß ich nicht, ein Salzaquarium zu Hause, das ist auch nicht günstiger. Oder sei es Autos oder sonst wie was, aber selbst mit meinem Mercedes und dass ich da Hand anlegen will und den wieder zum Leben erwecken will, wird dann auch versucht rauszureden, ah, scheiß alte Karre und bla bla bla. Und kann natürlich sein, dass der oder diejenige damit recht hat, aber dennoch will ich das probieren und da auch ein emotionaler Wert dran hängt. Und schon allein da genau solche Personen das zum Beispiel dann auch wissen und einem das trotzdem schlecht reden wollen, finde ich es dann nochmal doppelt blöd. Aber was soll ich machen? Da muss halt drüber stehen. Aber dann merkst du einfach, okay, der oder diejenige sind halt doch nicht so deine richtigen Freunde, wenn sie nicht hinter den Sachen stehen, die du da so machst. Denn man kann Kritik ausüben, klar. Man kann auch fragen, immer, ist das denn in Ordnung und so? Und, ne, oder... man kann sagen immer, nee, mir wäre das nicht wert und so viel Geld für, sage ich jetzt mal, Motorrad auszugeben, aber von vornherein, du musst ja Geld haben und solche gehässigen und nichts gönnen und sowas. Wie gesagt, das hast du im Internet, das hast du aber auch im realen Leben und genau über sowas stehe ich ja dann komplett drüber und das ist für mich dann ja so ein gefundenes Fressen dann so ein bisschen, denke ich mir, was willst du denn eigentlich? Ne? So, ich lebe mein Leben. Wenn ich mein erarbeitetes Geld dafür ausgeben, dann mache ich das. Und wenn ich es mit mir und natürlich mit meiner Regierung zu Hause vereinbaren kann, dann spricht da nichts gegen. Ich muss ein bisschen die Uhr im Auge halten, weil ich will nämlich die Zeit abpassen, dass ich meiner Frau mit von der Arbeit abholen kann. Beziehungsweise so begleiten. Das habe ich früher, oder so im Sommer mache ich das öfters, weil so eben mal so reingeworfen, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin und ich weiß, meine Frau hat gleich Feierabend, dann warte ich mal irgendwo, weil ich genau weiß, welche Strecke die fährt und dann fahre ich mit ihr zusammen nach Hause. So eine kleine Überraschung. Auch so nach 7 oder fast 8 Jahren Beziehung. Weiß ich nicht. Also mir sind solche kleinen Sachen dann schon mal wichtig. Und ihr auch. Und das hält unsere Beziehung auch verdammt frisch. Solche Sachen. Also... aber das ist auch wieder ein anderes Thema, aber es fiel mir halt gerade ein, weil ich muss gucken, ich habe jetzt gar keine Apple Watch an, sonst hätte ich da mal eben gucken können. Das fehlt mir so ein bisschen, eine Uhr hier, aber naja. ja genau, Gehässigkeit, einem nichts gönnen und so weiter. Wie gesagt, das habe ich jetzt im eigenen Leib natürlich schon oft zu spüren bekommen. Ne? Also ich bin ja auch schon 35, ich werde 36 dieses Jahr, habe ich natürlich schon sehr oft gespürt. So, aber dann jetzt in so einem engeren Kreis, auf den man sich dann auch eingeschossen hat und sagt, okay, das ist so Zukunft und so und weiß auch, ne? Dann ist das natürlich ein bisschen doof. Andersrum, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr sage, ach komm, alles ist gut, lebe ich viel, viel ruhiger. Ich bin deutlich entspannter, was sowas angeht. Die Eierköpfe sind quasi nicht mehr existent in meinem Leben. Wenn man sich begegnet, sage ich nicht mal Hallo und umgekehrt genauso, aber das ist, für mich ist das kein Problem, mich trifft das gar nicht. Ich finde es halt immer nur geil, dass dann die Gegenpartei dann irgendwie so, also ihr kennt doch so Leute, ihr wart befreundet oder, okay, ich sage jetzt einfach mal, ihr wart befreundet oder lange befreundet und gute Freunde und dann kommt ein doofer Streit, der auch nicht hätte sein müssen und dann geht man, ich sag mal, vorerst getrennte Wege oder für immer, keine Ahnung, spielt ja jetzt mal keine Rolle. Ist auf jeden Fall so in der Anfangszeit. Und man begegnet sich und der Gegenüber entwickelt dann so eine Art Kopftourette. Wie soll ich das sagen? Keine Ahnung. Wenn der merkt, ihr seid in der Nähe oder so, dann bewegen die Menschen immer den Kopf so komisch und die Haare wackeln dann so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, ich habe es Kopftourette genannt. Ja, genau das haben die Menschen. Weißt du, ich muss mich da immer kaputt lachen, innerlich auf jeden Fall, weil ich denke mir, wenn du jetzt laut rauslachst und so, ach komm, dann scheiß drauf, ne? So wichtig ist es mir dann auch nicht, aber innerlich lache ich, da pisse ich mich fast ein über so ein kindisches Verhalten. Weißt du, sich ist halt, das eine Ding ist, sich nicht mehr zu unterhalten, damit bin ich auch voll fein und so und aber dann kommt dann immer noch dabei raus, wenn man dann hört, dass da versucht hintenrum irgendwas zu erzählen und andere Geschichten. Geil ist natürlich, wenn andere, nicht Beteiligte, aber man hat dann ja noch andere Bekannte, die zusammen sind, die dann sagen, wir wollen davon gar nichts hören, das ist euer Ding und fertig, Ende. Und das ist auch ein erwachsenes Verhalten und das finde ich auch perfekt so von
allen anderen soweit. Und ich bin auch kein Mensch, der über gewisse Vorfälle spricht oder so, da scheiße ich einfach drauf. Wenn wir miteinander Knies haben, dann haben wir miteinander Knies und kein anderer und fertig, Ende. Und so geht man dann gerade seinen Weg und fertig. So wie ihr das eigentlich so von mir kennt, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber es ist halt so dieses Ding, wenn einem einer nichts gönnt und so, das finde ich schrecklich. Denn ich weiß wirklich, wie es ist, nichts zu haben. Ich denke mal, das habe ich schon öfters mal erwähnt in der Kindheit. Ich musste mir Lebensmittel ergaunern, damit ich überhaupt erleben konnte. Ich habe das auch letztens in einem Stream schon mal so ein bisschen ausführlicher erzählt. Also wie gesagt, ich streame auch noch auf Twitch, aber da zocke ich halt meistens. Aber da passieren halt auch oft, da kommen halt auch psychomenschliche Themen auf und so. Und na, völlig normal, was halt einfach so aus der Situation manchmal herauskommt. Wenn die Leute, und ich habe schon echt einige Leute, die mir zugucken und auch am Chat teilnehmen, und du hast dann auch, du merkst dann auch bei dem einen oder anderen, die haben auch ein scheiß Schicksal so oder ein ähnliches scheiß Schicksal in ihrer Kindheit durchmachen müssen. Oh, das macht Spaß. Ja, und dann kommt man da so zusammen und dann sprich quasi darüber, während die mit mir darüber schreiben und ich mit denen rede. So ist halt so dieses Streaming-Zeugs. Und ja, deswegen, ich weiß ganz genau, wenn jemand eine Zeit in seinem Leben hatte, in dem er wirklich überhaupt gar nichts hatte, und dann gönne ich demjenigen oder derjenigen auf jeden Fall doppelt so viel wie das, was er sich in seinem Leben erarbeitet hat. Und wisst ihr, was ich meine? Also ich bin jemand, ich freue mich darüber, wenn sich jemand tolle Dinge erlauben kann oder sich dann auch mal leisten kann, sich erarbeitet hat und sich in dem Fall dann auch verdient hat. Ja, also ich bin auf jeden Fall auch so jemand, Pannenbäcker gibt es ja immer noch. Die gibt es aber bald nicht mehr, Pannenbäcker hier, also zumindest nicht mehr Kfz-Bedarf. Leider, leider, leider. Die geben auf, sozusagen, wegen den ganzen zukünftigen Elektrofahrzeugen, nur mal am Rande. Wie gesagt, ja, also ich bin jemand, ich gönne also den Menschen alles, was sie sich leisten. Und ich glaube auch an Karma, da bin ich ganz ehrlich. Und gerade die Leute, die einem nichts gönnen, da wünsche ich wirklich, dass der Karma-Hammer mal einschlägt. Wir alle wissen, dass es natürlich meistens nicht so ist und nicht so, wie man es sich wünscht. Aber naja, irgendwann schlägt Karma zurück und das ist dann mein Moment, an dem ich mir die Hände reibe und mir denke mir gar nichts. Ich mache einfach nur mein Gesicht und nick ein bisschen und dann trinke ich mir ein Bierchen. Ja, das ist sowas einfach. Einfach auch unkommentiert stehen lassen, dann scheiß drauf und fertig, Ende. Und ich glaube auch, es gibt fast nichts auf der Welt, was man aus der Welt schaffen kann. Aber wie gesagt, Leute, lasst euch da nichts von niemandem irgendwo einreden oder lasst euch auch nicht verändern, nur weil euch jemand anders vielleicht so haben will oder weil die vielleicht nicht so sind und die nicht wollen, dass ihr so seid. Es gibt ja immer die unterschiedlichsten Gründe, aber es ist halt meistens, entweder ist es Neid, warum auch immer, verstehe ich selber nicht. Missgunst ist ja eigentlich auch irgendwo so fast das Gleiche, ne? Muss ich schon sagen. Ja, Missgunst, Neid und all die Dinge, die ich vorhin schon genannt habe, komme ich selber jetzt nicht mehr drauf. Weil ich auch ganz schwer finde, mit jemandem auszukommen, der Ironie nicht versteht oder Sarkasmus nicht wirklich versteht. Oder Leute, die alles mögliche auf der Goldwaage legen, auch wenn man etwas mal aus Spaß gesagt hat oder geschrieben hat oder sonst wie was. Das zum Beispiel finde ich auch ziemlich schwierig. Dann denke ich mir, sei doch einfach mal ein bisschen locker, lern mal ein bisschen zu chillen. Also wie gesagt, lebt euer Leben so, wie ihr das wollt. Und wie es die Gesetzeslage zulässt. Und vor allen Dingen lasst euch da nichts vorschreiben von anderen, nur weil die euch verbiegen wollen. Und denn ihr seid niemandem etwas, ihr seid niemandem Rechenschaft schuldig für das Leben, welches ihr führen wollt. Und
Denn es ist dein Leben da draußen, welches du für dich entschieden hast, so zu leben. Wenn sich durch dein Lebensstil natürlich der ein oder andere Kontakt entfernt oder wegkristallisiert, dann wird es natürlich auch in deinem Interesse so gewesen sein, dass du darauf spekuliert hast. Und der Gegenüber muss damit dann einfach leben. Und fertig, Ende. Und ich bin da aber auch jemand, ich bin dann einfach fein damit. Ich heul da nicht hinterher. Ganz im Gegenteil. Ich habe genug Freunde, wenn ich das mal so betrachte. Ist natürlich trotzdem immer schade, also soll sich jetzt nicht so übelst hart anhören, wie ich das hier so rausposaune. Ich glaube, jeder Mensch ist dann anfangs betroffen. Der eine ist dann aber geknickt für sein Leben, der andere, so wie ich, lebt damit dann einfach und denkt sich, jo, scheiß drauf, dann ist das so. Gibt noch andere Menschen, die wichtig sind oder die wichtig werden oder wie auch immer. Ja, Wetter ist doch ganz schön. Es ist noch ein bisschen frisch. Hab auch jetzt nur das Fließding hier an. Und meine Weste. Und noch nicht mal eine Jeans, sondern ja, das ist so eine elastische. Kein Bock, mich jetzt umzuziehen. Wollte nur ganz kurz mal eben eine Runde drehen hier durch die Städte hier. Ist jetzt mal kein so spannendes Video, aber mal so ein bisschen zwischenmenschlich, wie ich auch so denke über gewisse Sachen. Und oh. Oh. Boah, ich gebe selten, wirklich sehr, sehr selten so Gas mit der Harley. Aber ich brauchte jetzt mal wieder ein Grinsen im Gesicht. Ah, Leute. Genau deswegen habe ich mir eine Harley gekauft. Wegen sowas. Ah, das hätte ich mit meiner Kawasaki auch machen können. Und noch ist sie immer noch da. Die ist immer noch nicht verkauft. Also die Carry. Die ist immer noch da. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin bald langsam wirklich froh, wenn sie weg ist. Weil der Platz mich einfach blockiert in der Garage und ich fahre sie gar nicht mehr, wirklich absolut gar nicht mehr. Ist zwar sehr, sehr, sehr schade, aber wie gesagt, ist auch wieder persönliches Empfinden und ich weiß, ich habe damals auch so Kommentare bekommen, warum, du hast doch schon eine Shopper, kannst du auch die Harley, du brauchst doch keine Harley, kannst du auch das Ding fahren. Für mich ist das, warum soll ich eine Kopie fahren, wenn ich das echte Ding in der Garage habe? Es ist leider so. Und da die Maschinen ja auch eher so in die gleiche Kategorie fallen, an Cruiser und Shopper oder wie man das so nennt, dann ist für mich persönlich, Leute, das ist, wenn jemand da draußen das natürlich anders sieht, dann ist das vollkommen okay. Und da bin ich auch vollkommen fein mit. Nicht jeder denkt so wie ich und das ist auch ganz gut so. Denn sonst, wenn alle Menschen gleich wären, wäre es ja scheiße langweilig. aber für mich ist es halt so, wäre es jetzt irgendwie ein Bobber oder irgendwas anderes krasses, dann ist es natürlich ein ganz anderes Motorradfahren und so, aber hier jetzt, ja, es ist einfach, dann fahre ich lieber das Originale, so, von dem, wovon ich die Kopie habe. Und was die Kawasaki in keinem Fall jetzt irgendwie schlecht machen soll, weil ich glaube, Leistung hat die sogar ein bisschen mehr als die Harley, aber die wiegt aber auch fast 100 Kilo weniger. Also sollte man auch mal so ein bisschen berücksichtigen. Ja. Na gut, Leute. Wie gesagt, was habe ich denn nochmal alles gesagt? Das habt ihr jetzt alles gesehen. Und ich habe schon wieder alles vergessen. Nee, ja. Ich denke mal, das Auspuffvideo habt ihr gesehen. Heute läuft auch, na gut, das ist für euch dann schon wieder weit in der Vergangenheit, wenn das Video hochkommt, aber heute läuft auch die Teilnahme an meinem Giveaway aus. Heute ist ja letzter Tag. Das heißt, für mich jetzt in den nächsten Tagen werde ich dann die Verlosung durchziehen, den Gewinner ziehen und dann euch irgendwie zukommen lassen. Ja, per Video wahrscheinlich wieder. Werde ich wieder ähnlich machen wie die letzten Giveaways. Und ja. Leute, damit wollte ich einfach nur sagen, bleibt ihr selbst, bleibt stabil. Und lasst euch nichts vorschreiben von Leuten, die sowieso nichts zu sagen haben.
Genau, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen, nur mit ganz vielen Worten sozusagen. Leute, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein und genießt, wenn ihr schönes Wetter habt, genießt das Wetter. Da ist scheiße, da ist schön, ich bin in der Mitte, hier ist scheiße schön. Ich glaube wieder nur Scheiße. Okay, alles klar, Leute, jetzt ist aber Ende hier, haut rein.